Thema Fahrwerk ist wieder sehr interessant. Ich habe wieder so einen klassischen Fall da gehabt, wie man was verkehrt machen kann. Und zwar, kommt mal mit. Wir haben hier Kawasaki ZX-10R. Nein, das ist nicht die Kawasaki ZX-10R. Das ist das originale Federbein der Kawasaki ZX-10R. Und wie viele wissen, oder auch nicht, das Federbein ist zu kurz. Also man kann das Federbein hier messen in so einem Messgerät. Das sagt dir ganz genau, wie lang das Federbein ist. Und ein Öl ins Federbein zum Beispiel ist standardmäßig schon 4 mm fast länger als wie das. Und der klassische Fall bei der Kawa ist, dass es hinten viel zu tief und viel zu soft ist und dann das Motorrad hinten tief drin steht und es fährt nicht gescheit und man kann eigentlich überhaupt nicht da hinfahren, wo man hin will. Und jetzt schauen wir uns mal das Öl ins an. Das habe ich normalerweise hier. Ja. Das ist in der Kawasaki ist jetzt schon ein TTX drin, aber das ist wieder ein neues, das ist für eine andere ZX-10. Aber das gleiche Motorrad im Endeffekt. Wenn man sich das mal jetzt nebeneinander anschaut, dann sieht man allein schon von der Optik, dass das Öl ins Federbein viel länger ist. Und natürlich auch gut, aber das hat damit nichts zu tun, hydraulische Versteller für die Federvorspannung und so weiter hat. Und das ist hier auch schon viel mehr vorgespannt, um das Motorrad hinten nicht so sehr absacken zu lassen. Das Problem ist, du hast dann wenig Negativfederweg, sprich du verringerst Grip, um Radienführigkeit zu kriegen. Und das ist eigentlich so, als wie wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, dadurch täglich schlimme Migräne und Kopfschmerzen hast und den ganzen Tag Kopfschmerztabletten isst, bis dir die vom Magen wieder rauskommen. Und dann hast du quasi Magenprobleme und dann nimmst du einen Magenschoner, damit du keine Magenprobleme mehr hast. Also das ist ungefähr das. Vor allem reicht es immer noch nicht, um das Motorrad hinten hoch genug zu bringen. Und deswegen müssen sie quasi das Motorrad vorn auch tiefer machen. Und das hatten sie gemacht und das habe ich aber wieder geändert, weil das nicht gut ist. Und zwar haben die, das ist aber auch der Klassiker, wenn das Problem ursprünglich von hinten kommt, dann versucht man hinten so ein bisschen das zu beheben, indem dass man es irgendwie mit viel Preload hinten höher bringt und vorn tiefer macht, um die Radienführigkeit wiederherzustellen. Und dann haben sie, schau mal her, dann hatten sie den Gabelüberstand. Und den Fehler hat, glaube ich, schon jeder gemacht, den habe ich auch schon mal gemacht früher. Gabelüberstand um 10 mm angehoben, also das heißt die Gabel 10 mm weiter durchgesteckt, als sie jetzt ist. Ich habe sie jetzt wieder bündig gemacht. Das ist quasi so ein Lowrider dann. Das Motorrad ist hinten schon zu tief, also müssen wir es vorher noch tiefer machen, damit wir irgendwie Last das Vorderrad kriegen, dass es irgendwie dahin fährt, wo wir hinwollen. Dann hat man zwar so ein bisschen den Vorteil, dass das Motorrad die Radien führt und auch auf den Radien bleibt, aber, und jetzt kommt das größte Problem dieses Settings. Erstens, wie schon erwähnt, wir haben hinten null Grip, weil wir hinten null Negativfederweg haben. Und zweitens, wir haben so ein tiefes Motorrad und ein tiefes Motorrad hat überhaupt keinen Richtungswechselcharakter. Sprich, man tut sich irrsinnig hart, eine Richtung zu wechseln. Und der Kunde, der kam zu mir und hat gesagt, du, ich tue mich so hart, wenn das mal in der Kurve drin ist, dann geht das einigermaßen. Aber ich tue mich hart, das von der Kurve rauszuholen und in die nächste Kurve zu bringen. Das heißt eben schnelle Richtungswechsel für Schikanen, für schnellere Wechselkurven und so weiter. Und dann habe ich das so angeschaut und habe so nach 30 Sekunden gesagt, das kann ich nachvollziehen. Ja. Und das ist das Schlimmste, was man bei der Kawa machen kann. Und das Motorrad vorn tiefer legen, weil du wirklich, das ist wie du kannst es vergleichen mit einer Hebelwirkung. Lange Radje, kurze Radje. Eine lange Radje hat einen viel größeren Hebel als eine kurze. Und das passiert, wenn du das Motorrad hier 5, 10 mm tiefer machst. Wir reden von Millimeter, klingt wenig, ist aber extrem viel im Fahrverhältnis. Das ist enorm. So, und was man dann letztendlich aber wieder machen muss, weil das Motorrad zu tief ist, verliert man eigentlich Bremsstabilität. Und deswegen geht man dann her und spannt die vordere Feder mit viel Preload vor, damit man wieder mehr Bremsstabilität hat und macht die Dämpfung auch noch zu. Das heißt, man steift es vorne ab, um quasi durch die grundlegende falsche Balance dann wieder mit Kopfwehtabletten und Magenschoner zu kompensieren. Und dann ist es irrsinnig schwierig im Anspruch, im Scheitelpunkt, wenn da mal eine Bodenwelle kommt bei 50 Grad Schräglage, die Gabel macht dann eigentlich gar nichts. Sie steckt dann förmlich fest und macht dann nur und dann muss alles der Reifen abfangen. Und deswegen gehe ich quasi her und mache grundsätzlich das Motorrad einfach
erst einmal machen wir das hinten höher mit der richtigen Feder. Da ist eine 105er Feder drin in dem Öhlins-Federbein. Das ist ca. 102. Öhlins gibt 105 an, gemessen sind es 102 Newton. Mit vernünftigen Negativfederwegen. Man sieht das jetzt allein schon, wenn man das anhebt. Wir haben jetzt einen vernünftigen Negativfederweg. Und das ist aber relativ soft. Das spricht jetzt schön an. Wir sind aber viel höher als im Originalzustand. Das heißt, wir haben jetzt Grip und eine Radienführigkeit. Und wenn wir uns das im Ganzen betrachten, an der Vorderachse, dann haben wir jetzt, wenn ich nur ein bisschen wippe, haben wir schon einfach einen schönen Anspruch in der Gabel. Und vorher war das einfach komplett zugedreht. Da habe ich bei diesem Kraftaufwand, da hat sich die Gabel gefühlt gar nicht bewegt. Und wenn ich das jetzt auch aus dem Zentrum aus versuche zu bewegen, dann sieht man jetzt ganz deutlich, dass aus dem Zentrum raus beides gleichmäßig arbeitet. Das heißt, wir haben im Endeffekt durch dieses Setting jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. A, wir haben mehr Grip als vorher. B, wir haben mehr Radienführigkeit. Und C, eigentlich drei Fliegen, wir haben besseren Anspruch in maximaler Schräglage am Federbein und in der Gabel, sprich für Bodenwellen. Wenn das Motorrad schon am Limit ist und trotzdem, und dann fängt der Fahrer an, Dinge zu spüren. Das heißt, er spürt mal einen Reifen, wenn der mal so kurz vor knapp eingeht oder mal kurz bevor das Vorderrad einklappen würde, dann merkt der Fahrer über diesen Reifen dann einfach dementsprechend ein Gefühl, dass hier irgendwas nicht passt und kann den Radius aufmachen, kann die Bremse loslassen, wenn er immer noch drauf ist, und er kriegt ein Feedback. Und wenn das alles so zugeknallt ist, dann merkt man nicht, sondern dann fahrt es und irgendwann macht es klack und man ist weg. Und das ist eigentlich kontraproduktiv. Deswegen versuche ich so, vor allem die Cover so hoch wie möglich zu machen, aber so soft wie möglich. Dass es durch die Höhe des Motorrads schön radienführig ist oder schön wechselkurvenfähig ist, weil Wechselkurven passieren in der Regel immer unter Zug, und unter Zug wird das Motorrad höher, hinten so wie vorne. Und wenn es eben von der Grundbasis, von der Grundgeometrie zu tief ist, dann kann man beschleunigen, was man will. Das Motorrad wird nicht mehr höher, das heißt, der Hebel wird nicht mehr größer und das Motorrad wechselt relativ schwierig Kurven. So viel dazu. Der Kunde holt das Motorrad heute, vielleicht morgen. Ich fahre mit dem Kunden auch zusammen, der macht sogar ein Coaching mit mir zusammen. Pannoniering 4 Tage lang, und dann schauen wir uns mal an, wie happy das er damit ist. Vielleicht machen wir einen Nachbericht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal versucht habt, an eurem Fahrwerk irgendwie was rumzudrehen und habt festgestellt, na, ist vielleicht besser geworden, ihr seid euch nicht so sicher, oder wurde es vielleicht sogar schlechter? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst euch gesagt sein, so soft wie möglich, so hart wie nötig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Fahrwerkstest. Bis zum nächsten Mal und ciao.